Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Planet Base hier bei Heisenberg Zockt. Na, ist es nicht geradezu sinnbildlich? Hier der Kampf, hier die Hilfe. Ja, das steht für unsere Basis. Okay, weg vom Pathetischen zurück an die Arbeit, wenn ich hier die Drehung noch schaffe. So, wir haben festgestellt, warum kann ich denn... Moment, ich würde gerne... geht nicht mehr. Kann man hier den Winkel nicht mehr ändern? Was ist denn jetzt kaputt? Falsches Spiel. Ne, das war ein anderes Spiel. Hier kann man den Winkel nicht ändern. Fällt mir gerade auf. Man kann nur rein und raus zoomen. Okay. Schräg. Wenn man gerade eben was ganz anderes vorhin gespielt hat, wo das geht. Naja gut, das ist ein Detail. Jetzt eben. Wo sind wir stehen geblieben? Ganz einfach. Wir haben keinen Platz mehr. Es ist ein Kreuz. Ich mache mal testweise, dass wir irgendwas bauen würden. Sagen wir eine kleine Kantine. Wenn wir die jetzt bräuchten. Wo könnten wir die noch hinstellen? Ich habe die leise Befürchtung, nirgends. Denn hier ist die Map fertig, haben wir festgestellt. Hier unten ist auch die Map fertig, haben wir festgestellt. Hier ist sowieso Feierabend, Schicht im Schacht. Und hier unten geht auch nichts mehr hin. Das haben wir sozusagen zugebaut hier mit den Sachen. Da würden wir vielleicht noch zwei, drei Dinge hinkriegen. Hätten wir das nicht so gebaut, aber... Ja, hier durch kommen wir auch nicht. Also es ist tatsächlich so, wir haben keinen Platz mehr. Wir haben hier oben noch. Und zwar reichlich, aber hier haben wir die Infrastruktur. Das heißt jetzt, schlicht und einfach, wir müssen hier abreißen. Ich sehe es. Ich sehe keine andere Lösung. Oder hier hinten? Da können wir auch nicht mehr allzu weit. Hier ist auch fertig mit der Map, aber ja, dann bleibt hier oben. Okay, wenn jetzt... eingehende Nachricht verpasst. Muss ich die wirklich anklicken oder kommen die dann vielleicht auch uneingeladen? Glaub, die kommen nicht. Naja gut, dann kommt er eben nicht. Oh Gott, ja, da müssen wir alles abreißen. Alles nicht, aber wir müssten zumindest hier irgendwie einen Korridor schaffen, dass wir hier mit anderen Gebäuden hier hochkommen, dass wir von hier aus dann wieder uns verteilen können. Boah, aber da müssen wir wirklich... Oh Gott. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, weil wir eben noch so viele freie Flächen haben. Und ich habe nicht bedacht, dass hier halt die Map fertig ist. Dass es hier tatsächlich nicht mehr weitergeht. Hier haben wir ein riesen Loch. Hier unten, ja, hier nicht unbedingt. Aber hier noch. Kommen wir hier vielleicht über den Hügel rüber? Das glaube ich auch nicht. Nee, das ist ein zu hohes Gebirge sozusagen. Bei so ganz kleinen Dingen geht's. Also da kommt man definitiv rüber. Ja, liebe Leute, sollen wir mit dem Bagger kommen? Ich würde mal sagen, ja. Die Frage ist, wo kommen wir hier am besten lang? Wir können hier nicht mal ein Gebäude hinstellen wahrscheinlich, weil wir von hier aus nicht vernünftig bauen können. Also müssen wir hier abreißen, hier. Dann ist die Frage, können wir vom Landeplatz aus bauen? Also wäre der Weg schon mal nicht so ideal. Hier sieht es aber auch nicht viel besser aus. Hier vom Sauerstoffgenerator aus können wir bauen. Wenn wir das so machen, dass wir mal die drei Dinge abreißen und mit denen umziehen, dann... Ja, also das wäre ein Laser. Das wäre hier so ein Solarmodul und ein Teleskop. Kriegen wir das jetzt hier hinten vielleicht sogar noch hin? Wir schauen mal. Das war ein Solarmodul. In groß machen wir das natürlich. Das geht schon mal. Gut, und jetzt, damit wir nichts vergessen, nicht, dass wir nachher noch irgendwie ein Problem kriegen mit Sauerstoff und Co., geht das hier mal flöten. Gibt eh gleich wieder 7 Eisen. Dann, ja, wenn wir den Laser jetzt da hinten hin machen, das bringt nicht viel. Den Laser sollten wir eigentlich fast stehen lassen. Vielleicht kommen wir hier durch und dann hier hoch. Das wäre ein kleiner Wasserextraktor. Den können wir nicht abreißen, weil der... Ja, der hängt hier die Sachen sozusagen zusammen. Aber das Windrad könnten wir abreißen. Dann können wir den vielleicht auch. Das heißt, wir brauchen ein Windrad. Das ist jetzt hier ein alles hin und her natürlich. Ja, also Windrad, Windturbine. Machen wir auch mal in groß. Wir bauen nur noch in groß, wegen den Ersatzteilen. Handelsschiff ist gelandet. Ja, wenn der noch ein bisschen Platz verkaufen würde, wäre er herzlich willkommen. Was habe ich jetzt dahingestellt? Das Windrad. Okay, also Windrad kommt weg. Das gibt hier ja schön wieder Eisen und Co. Metalle, mit dem können sie da hinten wieder weiterbauen. Dann müssten wir doch hier vorbeikommen. Das heißt, wir machen das hier noch weg. Das stellen wir aber auch zuerst nochmal hin.
Ja, wenn das hier, ich denke, das ist ja auch schon wieder Feierabend. Dann müssen wir oben weitermachen. Also in groß geht's nicht, aber wir haben zuerst auch nicht ein großes abgerissen. Dann machen wir hier ein mittleres hin noch. Okay, vielleicht können wir es noch verbinden. Na, denkst du? Hier können wir es verbinden. Hier geht's nicht mehr. Gut, dann haben wir hier hinten getan, was wir tun können. Dann ist der Bereich hier passé. Der ist vorbei, der ist Vergangenheit. So, der holt hier das letzte Stück. Jetzt, wo gehen wir weiter? Wir haben gesagt, hier. Also kommst du weg. Dann haben wir hier wieder ein Solarmodul. Und jetzt, da wir ja nur noch hier oben bauen können, bauen wir halt hier oben weiter. Also, dann kommt hier ein Solarmodul hin, in groß. Hm, möglichst nah beisammen vielleicht jetzt eben auch, wenn uns der Platz ausgeht. Ich bin, wie ihr merkt, im langsamen Tempo, da ich das wirklich piano machen möchte hier. Gut, dann werden sie das bauen. Da werden wir jetzt aber noch nicht abreißen, denn wir haben jetzt doch schon hier die Windturbine abgerissen und hier hinten noch nicht gebaut. Also ein bisschen aufpassen müssen wir. Ja, reicht noch im Moment, ist aber definitiv zu wenig. Vielleicht doch mal kurz mit dem Tempo rauf. Das Problem ist aber jetzt, dann kommen wieder hier irgendwelche Angriffe und Zeugs und dann werden wir wieder abgelenkt bei dem, was wir hier oben tun. Im Moment brauchen wir keinen Raum, zwingend. Das heißt, ja, wobei doch, guck mal hier, Essen, Essen, Essen. Das Essen sieht nicht gut aus. Dann würde ich sagen, wir bauen doch glatt mal als erstes hier ein Farmdom. Das ist ja dann kein Bierdom. Ja, das bauen wir doch nicht, denn da haben wir nicht den Platz für. Geht auch nicht. Sag mal aber nicht, dass wir jetzt hier nicht bauen können. Warum können wir denn hier nicht bauen? Das ist doch ein Sauerstoffgenerator. Geht das nicht, weil der nur maximal 4 Wege machen kann? Das kann natürlich auch sein. Seht ihr, ich gehe mal wieder runter. Wir haben die Zeit. Hier können wir nicht dran bauen. Das ist ein Schlafraum. Ich würde sagen, dann ziehen wir mit dem Schlafraum sicherlich noch um. Dann könnten wir hier bauen und dann vielleicht hier rauf. Okay, den können wir abreißen. Der hatte zwar eine relativ gute Lage, aber wo machen wir den wieder hin? Wir können den nicht einfach nur wegnehmen. Ja, wir haben keinen Platz. Wo machen wir den hin? Vielleicht geht hier hinten noch einer hin. Falsch. Schlafsaal. Ein klein, wenigstens ein kleiner. So ein bisschen Schlaf für ein bisschen Saal. Nee, nix. Herrg. Hier wird es natürlich auch noch gehen. Hier hätten wir auch lang gekonnt. Aber guck mal, dann müssen wir hier auch alles abreißen. Das kann es auch nicht sein. Ich denke, in die andere Richtung ist besser. Und ja, eben, hier hinten ist die Map fertig. Das stimmt sowieso nicht, was ich gerade erzählt habe. Hier können wir nicht mehr bauen. Hier ist Feierabend. Dann gehen wir. Ja, darauf können wir nicht. Noch nicht. Dann warten wir mit dem Schlafsaal. Oder kriegen wir den hier noch rein in klein? Ich glaube nicht. Nein, hier hat es keine Luke mehr. Kein bisschen, kein Flecken, wo man irgendwas noch hinstellen kann. Es ist zum Verzweifeln, aber eben. Wir reißen hier ja auch nicht aus Lust und Laune alles ab, was wir mal hingestellt haben. Wie weit sind wir hier? Damit wir weitermachen könnten. Die mittlere steht. Die kann hochgezogen werden. Die auch. Da fehlen noch die Transportorbis. Ich glaube, da kommen sie. Das heißt, wir könnten hier weitermachen. Der ist hier gerade noch kaputt gegangen. Nochmal ein Solarteil. Oder habe ich das Solarteil jetzt hier hinten schon? Ich weiß nicht. Ich denke, wir können nicht genug haben von den Dingern. Deswegen. Ah, hier kann man auch nicht raufbauen. Okay. Hier hinten müsste es noch gehen. Wie weit können wir hier denn rauf? Das habe ich auch noch nicht geguckt. Ah, okay. Bis hierhin. Dann ist ja auch Feierabend. Ja, wir brauchen nicht mal eine Gebäudelimite. Denn wir haben dann irgendwann einfach wirklich keinen Platz mehr. So, du kommst hierhin. Das müsste eigentlich reichen. Jetzt genau, ich wollte hier unten eigentlich ein Biodom hinstellen. Da ist der Schlafsaal ist weg. Mal gucken. Das geht wahrscheinlich immer noch nicht, weil da sind Sachen im Weg. Halt nicht einen Schlafsaal. Nicht einen Schlafsaal abreißen, um wieder einen hinzustellen. Da, guck mal. Nee, geht doch nicht. Ich wollte gerade sagen, das geht. So geht's. Dann machen wir den in so groß. Mal gucken, ob wir dann noch weiter raufkommen. Gut, da hinten wird das gebaut, dann nehmen wir das schon mal. Das geht nicht weg, warum geht das nicht weg? Hallo? Das ist doch in dem Sinn, ach so, das verbindet die Sachen, okay. Hm. Können wir auch nicht.
Auch nicht wahr. Das zieht jetzt hier eine ganze Schlange hinter sich her, die wir dann eben nicht abreißen können. Das Teil würde gehen. Ja, dann musst du weichen. Du bist ein Windrad. Dann geben wir hier gleich nochmal ein Windrad in Auftrag. Aber wisst ihr was? Ich werde jetzt noch schneller stellen, denn sonst sind wir natürlich so die nächsten 30 Folgen damit beschäftigt, die Infrastruktur wiederherzustellen. So, verbinden. Das hat ja prima geklappt. Gut, also schneller stellen. Haben wir getätigt, das Ganze. Robbys werden beschädigt. Das ist okay so. Ich habe das Gefühl, wenn die mal nicht beschädigt werden, dann ist was kaputt. Handelsschiff. Lassen wir mal. Ah, cool, hier geht's vorwärts. Das ist auch bestens. Die Luftschleuse haben wir ja noch. Von wegen Ausgang und so. Ja, wir müssen jetzt halt einfach warten, aber... nee, das Windrad nehme ich noch nicht weg. Da müssen sie erst die beiden Sachen hier oben haben. Ich hoffe, die kommen so weit hoch. Denn die letzte Luftschleuse sozusagen haben wir hier unten. Das gibt natürlich hier oben dann auch eine, aber die können wir erst bauen, wenn wir da oben sind. Von daher haben wir hier auch ein kleines Problem. Ja, ja, es wuselt, es macht und tut. Das ist beruhigend. Und hier hinten stehen jetzt die ganzen Sachen. Das ist auch beruhigend. Das heißt, da müssen wir nicht mehr gucken. Jetzt kämpfen wir uns hier hoch. Ja, ist natürlich doof. Wenn wir jetzt das wegnehmen müssen, dann hätten wir eigentlich auch hier rauf gekonnt. Und genau hier bauen wir. Ich wollte irgendwo in die Richtung. Aber okay, das können wir nicht ändern. Nee, geht tatsächlich nicht. Das geht auch nicht. Wir müssen das wegnehmen. Wir nehmen es mal weg. Ich hoffe mal, wir kriegen jetzt nicht wirklich noch irgendwie ein Energieproblem. Oh, das hängt alles zusammen. Okay, wir kommen nur hier durch. Aber sonst gehen wir halt hier quer durch. Ist ja eigentlich egal, was wir abreißen. Wir müssen einfach durchkommen und hier bauen können. Und das, was wir abreißen, hier oben möglichst schnell wieder ersetzen. Ach, das sind die Robbys, die hier raufdüsen. Das ist gut. Denen geht wenigstens die Luft nicht aus. Also da brauchen wir keine Angst zu haben. Und sonst halt ein bisschen warten. Bin ich auf schnell? Ja. Aha. Okay, was wir hier hatten, weiß ich jetzt nicht mehr. Ich würde mal sagen, wir machen hier mal so für die Burger und Co. Und machen von dem ein bisschen. Da gucken wir jetzt nicht allzu sehr drauf. Ach, wir haben ja noch Gentomaten. Die werden wir auch einsetzen. Und Genzwiebeln. So, einfach damit es schneller geht. Heilpflanzen haben wir genug. Warum nicht noch ein bisschen Salat? Salat kann auch nie schaden. Haben wir alles abgedeckt? Haben wir. Gut. Denn das geht tatsächlich runter hier, weil da natürlich eben auch dauernd wieder neue Kolonisten kommen. Das Teleskop lassen wir mal stehen. So, hier hinten steht das Ding. Da fehlt eine Windturbine sozusagen. Sollen wir mal noch... Ich würde sagen, was eben auch nicht schaden würde, wäre so ein synthetisches Fleischlabor. In groß. Ja, das geht ja hin. Dann machen wir das. Also in groß ist gut, das ist in klein, aber es ging nicht größer. Mittel ist das, okay. Können wir auch dann was machen. Und jetzt hier von wegen der nächste Abriss. Ist eigentlich sowieso klar, es geht nur hier. Also müssen wir das abreißen. Das ist eine große Windturbine. Und wir bauen ja jetzt eigentlich die ganz großen hier. Das sind nicht große, das sind, wie nennt man die? Sehr groß, ja, okay. Sehr originell. Moment, das hier. Na, jetzt machen wir aber hier hinten weiter. Nicht, dass wir dann eben da vorne wieder alles verbauen und da nicht mehr hinkommen. So, wenn wir immer alles sowieso gerade abreißen, sollten wir eigentlich auch die Ressourcen haben, ohne dass wir da größere Probleme bekommen. Aber hier warte ich mal. Beziehungsweise ich guck mal. Ach, das passt schon. Die fahren hier schon wieder, dann nehmen wir dich mal weg. Auch wegen den Ressourcen. Du gehst auch, okay. Dann würde das dann hier auch gehen. Das geht sogar mittendrin, okay. Das wären dann zwei... Solarmodule. Dann können wir hier das Ding mal stehen lassen. Dann gehen wir hier rauf. Oder wir warten mal noch ein Momentchen. Denn im Moment... Ja, wir brauchen in dem Sinne im Moment keine weiteren Räume. Sondern wir machen jetzt mal hier, was wir haben. Ein Arbeitstisch. Ne, Medikamente haben wir genug.
Die Nahrung ist dann irgendwann das Problem. Deswegen setze ich hier nur solche Gewebe, Retorten. Wie heißen die? Ich kann es mir nicht merken. Die einen heißen so, die anderen heißen anders. Ja, wäre auch komisch, wenn nicht. Habt ihr auch recht. So. Gab übrigens noch einen schönen Kommentar vor 2 Folgen. Den habe ich gerade vorhin gelesen. Da musste ich lachen, weil da stand, dass sie die Bar am schnellsten gebaut haben, die guten Leute. Die hatten dann wohl Durst. Da dachte ich, ja, eben. Ist natürlich auch ein sandiger Planet. Von daher ist das zu verstehen, wenn die Durst haben. So, hier gleich mal umstellen. Wir haben keine Not, was das Essen angeht. Dann können wir hier auch bei 4% umstellen. Das macht, spielt keine Rolle, finde ich. Sondern wir bauen das mal in weißer Voraussicht, dass hier oben das Essen dann eben doch ein bisschen nachlässt. Hier geht doch auch noch was hin, oder nicht? Eher nicht. Nein, irgendwas wird hingehen. Wir müssen mal gucken, was wir noch schönes Kleines haben. Oh, Meteoriteneinschlag auf Monolith, sag mal, hackt sehr gut, der wird repariert. Haben wir hier denn kein... Ich sehe hier weit und breit kein Laser. Was für ein Fauxpas. Ja gut, der hier unten, oder der wäre eigentlich zuständig. Warum macht er denn nichts? Der ist entlassen. Aber eben, da passiert sowieso nicht viel. Die Sachen werden so Flux wollte ich sagen. Und flink. Und dann gab es einen Flix draus oder einen Flux. Also nein, eben nicht kein Flux. Ja, jetzt wird es kompliziert. Egal, ihr wisst, was ich meine. Was machen wir denn jetzt? Sollen wir doch schon weiter abreißen? Wir haben ja in dem Sinn nichts zu tun. Wenn wir hier nicht weiter was machen. Wir hatten auch schon lange keinen Überfall mehr. Ich glaube, die nehmen Rücksicht. Die haben gemerkt, wir reißen hier die halbe Basis ab. Da haben sie mal Rücksicht genommen. So, wärst du der Nächste? Ja, das heißt, wir bräuchten Solarmodul in riesig. Bauen wir gleich mal. Jetzt gehen wir doch mal gucken. Ersatzteile haben wir. Wir haben eigentlich alles. Wir haben sogar wieder Waffen. Das heißt, wir haben genug Waffen. Och, wir haben so viel Zeugs. Wir verkaufen mal noch was. So, bitte die ganzen Münzen abliefern. 119. 110. 120. Dann hätten wir... Ach so, wollte ich gerade sagen, dann hätten wir noch gerne Öhre. Das geht natürlich nicht. Wir haben schon alle Öhren von dem. Dann müssen wir das anders machen. Dann kriegst du dafür noch ein bisschen Stärke. Ach, das geht auch nicht. Wir kriegen... Ach doch, das geht natürlich. Moment. So, 160, 160, 35% Kommission ist eh sehr schön. Machen wir das so. Verkaufen wir die Sachen. Stärke haben wir jetzt auch mehr als genug. Dann haben sie hier mal noch ein bisschen was rumzutragen. Und hier hinten ist noch gar nichts passiert. Okay, ich würde sagen, wir müssen eben trotzdem schon... Da ist jemand verhungert. Ja, sag mal, hackt's. Wir haben 157, aber man kann doch hier nicht verhungern. Oder war das... Nee, es sind keine Besucher gekommen, aber Sandsturm ist im Anmarsch. Dann machen wir hier mal die Schoten dicht. Hilft ja nichts. Wie kann es sein, dass da jemand verhungert? Es ist schon klar, wir haben hier nicht mehr so viel wie auch schon. Das war schon mal bei 1000, aber wir haben 153 Mahlzeiten. Also liebe Leute, da kann man eigentlich nicht verhungern. Beim besten Willen nicht. Passt hier noch was rein? Ja, jetzt. Ja, da könnte eventuell noch Infrastruktur reinpassen. In klein geht's. Das wurde gerade angezeigt. Aber nicht in groß. Und wir wollen ja in groß bauen. Denn sonst gehen uns dann irgendwann natürlich wieder die Ersatzteile flöten. Und das reiße ich jetzt noch nicht ab. Da hinten, das steht noch nicht. Und das kann auch nicht stehen wegen dem Sturm. Und wir haben hier eigentlich... Ein, zwei Felder müssen wir hier noch haben, wo wir raufgehen können. Wenn wir denn einen weiteren Raum brauchen. Ich denke, eine Kantine wäre dann vielleicht mal wieder fällig, damit sie hier ein bisschen mehr umwandeln. Jetzt haben wir denn, denn wir haben hier oben das Essen, die Nahrung haben wir jetzt wieder soweit gemacht. Haben wir hier ein Lager? Auch nicht. Hier unten haben wir die ganzen Lager. Okay. Kann man an ein Lager wieder ranbauen? Eigentlich ja. Doch, doch. Und wie man das kann, dann könnte man ja hier oben noch ein Lager hinmachen. Mal gucken, ob das geht. Oh, das geht natürlich genau nicht. So geht's. So geht's auch. Also mittelgroß. Ganz groß keine Chance. So geht's auch nicht. Oh, doch, so geht's. Okay, dann machen wir das so.
Da kommen jetzt natürlich da die Essensdinger wieder weg. Und jetzt möchte ich gleich mal schnell gucken. Ja, egal was, wir bauen es nicht, sondern wir gucken. Wo gehst du hin? Hier. Dann kämen wir von hier aber dann darauf. Das müsste aber wieder was Kleines sein. Das geht in groß auch wieder nicht. Abstellen. Die werden alle beschädigt. Haben wir überhaupt noch Robbys? 60 Stück. Okay, das ist ja... Ich lese hier nur noch, dass irgendwelche DRs und CRs kaputt gegangen sind. Danke, Leser. Das war sehr freundlich von Ihnen. Was wollte ich denn jetzt genau? Ich wollte eigentlich mal testen, was wir nie gemacht haben. Ist hier so ein Grundfeld. Ja, aber das Grundfeld kann auch nichts anderes wie die kleine Version, die wir gerade hingestellt haben. Dann lassen wir das bleiben. Wir sind natürlich hier wieder auf langsam wegen dem Sturm. Deswegen habe ich nichts gemacht. Aber guck mal, hier muss doch auch noch was hingehen. Da ist noch so viel Platz. Zum Beispiel eine Kajüte. Geht einfach nicht. Ah, die kommen natürlich auch nicht rein. Die können das nicht mal bauen. Aber normalerweise kann man es trotzdem hinstellen. Es wird dann einfach halt nicht gebaut. Mach mal vorwärts. Okay, hier geht's. Das ist sowieso nur das Lager. Das bringt uns in dem Sinn nichts. Hier erstmal das. Das priorisieren wir. Das ist wichtiger, damit wir hier weitermachen können. Das Lager ist semi-wichtig. So, jetzt sehe ich hier mal wieder eine Nachricht. Ja, können wir definitiv annehmen. Bei den vielen Medikamenten, die wir haben. Nochmal gucken gehen. Oh, ganz unten. Ja, Medikamente brauchen wir nicht. Aber der hat ganz viel Kohle dabei. Guck mal, die zwacken wir dem auch ab. Denn Geld kann man nie genug haben. Das ist im Realleben auch nicht wirklich anders. So, 443. 60%. Okay, das ist relativ teuer, aber... Wir haben hier so viele Sachen, das kriegen wir locker hin. Stärke noch. Wir müssen hier oben gucken, dass das Schiff dann nicht voll ist. So, knapp 100 fehlt noch. 720. Dann nehmen wir eine Stärke raus. So, jetzt, ja, 3. Doch, können wir. Ja, aber wir können nicht mit Geld Geld vergüten. Also können wir schon. Aber dann gebe ich dem lieber eine Stärke mit. Dann zahlen wir ein bisschen zu viel, aber ist mir lieber wie Geld gegen Geld tauschen. Gut, Lager wurde gebaut. Das ist bestens. Kämpft ein bisschen mit Sauerstoff, kann das sein? Wie sieht es mit Wasser aus? Eigentlich soweit okay, mit Sauerstoff eigentlich auch. Aber ich denke, es schadet sowieso nicht, wenn wir hier als nächstes einen Sauerstoffgenerator hinstellen. Von dem aus können wir auch relativ gut bauen. Können wir auch verbinden. Können wir auch verbinden. Was verbunden ist, ist verbunden. Das ist bestens. Gut, ja, ich würde mal sagen, Teil 1 von unserer Basisumstrukturierung haben wir soweit vollbracht. Wir haben ein bisschen Bauplatz gewonnen. Bis hierhin sind wir gekommen. Hier wollen wir rauf. Und dann irgendwie hier quer rüber, dass wir hier diese ganze Fläche noch haben. Denn das würde mich schon ärgern, wenn der Platz ausgeht. Das fände ich noch schlimmer, wie wenn diese Gebäudelimite greift, die auch irgendwie ein bisschen doof ist. Naja, gut. Es wuselt noch. Es wuselt noch und es tut. Ich danke euch fürs Zusehen, liebe Leute. Bis zur nächsten Folge. Mal gucken, ob wir dann hier oben weiterbauen, hier unten weiterbauen oder ob wir wieder die Hälfte der Basis abreißen. Mal schauen. Danke fürs Zusehen. Tschüss.